Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FM 2020. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Micha und der Mike. Moin Moin. Grüß euch. So Leute, wir sind im November angelangt und jetzt schauen wir mal, was wir hier für Spiele haben. Ach ja, tschüss. Ja, genau. My sound muted. So Leute, wir haben seit einer Woche oder so nicht mehr aufgenommen, deswegen kenne ich mich gar nicht mehr aus. Aber das ist cool, dann können wir nämlich Revue passieren lassen. Letzter Monat war ein Monat, wo wir auf jeden Fall gewinnen mussten. Wir mussten eins von den vier Spielen, habe ich gesagt, Minimum gewinnen. Wir hätten auch mehr gewinnen können gegen Paderborn. Echt scheiße, dass das so gelaufen ist. Zwei Siege haben wir eingefahren gegen Sandhausen, so lala, aber Pokal ist immer eine andere Stimmung. Gegen Köln nur 1-0, aber wir haben endlich mal einen Sieg eingefahren. Diesen Monat gegen Leipzig, gegen Union Berlin und Hoffenheim wird schwierig. Auslosung DFB-Pokal, Leute. Auslosung ansehen. Da gucken wir einfach mal und rattern hier mal durch. Dortmund gegen Hamburg. Würzburg gegen Düsseldorf. Paderborn gegen Hertha. Uerdingen oder Leipzig gegen Hannover. Köln gegen Frankfurt. Es bleiben nur noch... Ah ja, okay, ja, gucken wir mal. Kaiserslautern, die will ich, bitte. Bayern München, scheiße. Leverkusen, Augsburg, St. Pauli. Ich will eigentlich nicht Leverkusen. Augsburg. Leverkusen, oh. St. Pauli gegen Mainz. Wir spielen auswärts in Hamburg. Alter, wie viel Glück kannst du haben? Wir spielen jetzt schon im Finale. Ja. Wir spielen auswärts in Hamburg. St. Pauli ist unser Gegner. Wird nicht einfach, aber es hätte auch viel, viel schlimmer kommen können. So Leute, wir spielen gegen Leipzig auswärts, die anderen spielen auch parallel, also absolute Action. Mateta empfohlen 45 Minuten, ich will ihn unbedingt spielen lassen, deswegen 45 Minuten werde ich ihn spielen lassen. Und ja, schauen wir mal, wäre ganz Anstoß geil. Anstoß auf Schalke, nee, gar nicht. Anstoß in Augsburg. Ist der doof. Ah, ich habe gerade einen Kommentar bekommen. Just in diesem Moment habe ich einen Kommentar bekommen, dass ich Mateta spielen lassen soll. Es gibt übrigens wahrscheinlich Elfmeter für Leipzig. Video schickt. Oh nein! Alter, es klingelt. Was war das denn? Es klingelt, meine Pizza ist da. Es gibt was? Jetzt einen Elfmeter wahrscheinlich. Warte, ich bin gleich wieder da. Bin gleich da. Es gibt. Gibt's Elfmeter? Ja, nee, Freistoß. Hab ich gesehen. So Leute, Halbzeit, 8 Schüsse zu 5, 3 zu 4 aufs Tor. Also wir sind eigentlich die bessere Mannschaft. Kannst schon führen, oder? 0-0. Ja, kann man mit leben. Oh, scheiße. Rote Karte für unseren Spieler. Ah, wir sind in Unterzahl. Das ist kacke. Und haben vorne sehr viel hingekriegt. Müller. Hatten wir das? Sehr schön, sehr schön. Jetzt. Oh, jetzt. Zulali. Das Spiel könnte so oder so ausgehen. 0-0 wäre, denke ich, verdient. Wir haben nur zu viele gelbe Karten. Alter, wir verletzter Spieler. Die letzten 5 Minuten spielen wir in doppelter Unterzahl. 6 Minuten Nachspielzeit gibt's noch. Wir haben 2 Männer weniger als Leipzig. Das ist doch echt unfair jetzt, oder? Schiri lässt noch laufen. Das ist schon drüber über der Nachspielzeit. Hallo? Wenn ich jetzt ein Tor kassiere, ich raste so aus. Er pfeift ab, okay. 0-0. Ich kann damit leben und ich muss sagen, dass es in Ordnung ist. Also... Wir hätten beide hier was machen können, was erreichen können. Wir haben ultra viele gelbe Karten, sogar eine rote Karte uns abgeholt. Noch einen verletzten Spieler dafür, dass wir nur 9 Mann waren. Absolut in Ordnung. Nehme ich mit. Jetzt geht es los. Bundesliga Spieltag Nummer 11. Mainz gegen Union Berlin zu Hause. Ich bin gespannt. Es könnte was Cooles werden. Das hoffe ich natürlich. Union Berlin nicht... Einfach, das wird nicht einfach. Die sind relativ gut in dieser Saison. Platz 11, also überraschend stark dabei. Nichtsdestotrotz, Sieg wäre geil. Kann man machen. Leg los. Oh, Quaison, schön geholt den Ball. Ultra komisch rübergespielt, aber er kommt wieder in die Mitte jetzt zu Nali. Oh! So schlecht dann verwertet. Da wäre viel, viel mehr drin gewesen. So, Leute. 5 gelbe Karten in einer Halbzeit. Kann man machen. Wir haben gerade schon besprochen, dass ich da mal was ändern werde. Ja, dann bin ich natürlich hinten irgendwo vielleicht dann noch anfälliger. Ich weiß es nicht. Wird man dann sehen. Ja, aber vielleicht beruhigen sich meine Spieler dann so ein bisschen. Verstehe gar nicht, warum ich keine gelben Karten mehr kriege. Neubau von dem
Ja. Können wir jetzt ein Tor machen? 15 zu 3 Schüsse, nur 3 aufs Tor von den ganzen 15. Ja, nice, direkt eine gelbe Karte gekickt. Neu eingewechselt, ist geil. Also ich bin nicht so unzufrieden mit meiner Leistung, aber wir gewinnen halt nicht. 4 Schüsse, musst du auch gewinnen. Wir gewinnen halt nicht, das ist das Problem. Die Leistung ist nicht schlecht, wir gehen durchs Spiel, das ist in Ordnung. Wir sind deutlich mehr am Drücker, mehr Ballbesitz, mehr Chancen, wir probieren mehr. Mehr Karten, das zeigt auch, dass wir uns einsetzen für den Sieg, aber Dreck! Dieses Spiel ist einfach Kacke, ja. Ich darf euch begrüßen zu dem Spiel in Sinsheim, Hoffenheim gegen Mainz. Ich habe Angst. Wir starten rein und ich habe noch mehr Angst. Gegen Hoffenheim ist halt echt nicht einfach jetzt. Mit dem Unentschieden kann man eigentlich schon sagen, dass es gut wäre gegen Hoffenheim. Aber so an sich immer nur Unentschieden zu spielen ist ja auch irgendwie Kacke. Denke ich mal so. Ja, das kenne ich. Das ist tatsächlich Kacke. Nein, ey. Oh, Embolo. Das heißt aber nicht, dass ich lieber verlieren würde. Hilfe. Heute spielt übrigens nicht Mateta. Endlich wieder rausgenommen. Der hat bisher nichts gezeigt. Also ich habe ihn nicht mal neben das Tor schießen. Eine? Ha? Wie viele Chancen hat er bekommen? Zwei eine? Spiele. Nicht mal daneben hat er geschossen. Also das war gar nichts. Geschossen. Der war gefühlt einfach nicht auf dem Platz so. Sehr schön den Ball erobert. Jetzt Öztunali. Schöner Pass auf Onisivo. Und er schießt natürlich direkt. Oh, verletzter Torwart. Das finde ich cool. War... Oh ja, jetzt komm. Oh. Eins gegen eins halt, ne? Ja, das ist natürlich ein schwieriges Spiel. Hier sieht man auch mal, dass wir mal nicht die bessere Mannschaft sind. Natürlich auch nicht unbedingt viel schlechter. Muss man auch dazu sagen. Relativ ausgeglichen. Relativ. Ja, schauen wir mal. Letzten zwei Spiele und jetzt gerade auch aktuell. Komm, Arun Mertens, spiel ihn quer oder schießen einfach selber rein. Ja, rein leider nicht, Pfosten. Und da gibt es den ersten Gegentreffer. Ja, weiß nicht, ob das so verdient ist. Zeit wartet durch, die letzten 20 Minuten passiert offensichtlich gar nichts. Du hast nur Hicklitz an. Ja, habe ich angemacht. 4 Minuten Nachspielzeit, selbst da passiert eine nichts. Eine Fünferkette, die E-Kraften. Es ist vorbei. 3-2 haben die. Jetzt nochmal ein Konter. Ah ja. 1-0 verloren und naja, es ist nicht unverdient gegen Hoffenheim. War auch das schwierigste Spiel dieser drei. Leider habe ich aber keins dieser drei gewonnen, was halt echt fucking ärgerlich ist. Ende der Folge, zusammenfassend, scheiße, ne? Gegen Leipzig, coolen Unentschieden, kann man eigentlich mitnehmen. Gegen Union Berlin, wäre es ganz geil, wenn man da gewinnt. Ja, muss man ganz ehrlich so sagen, gegen Hoffenheim ist das jetzt auch kein fatales Ergebnis. Wenn wir verlieren, ist es immer nur ganz knapp. Man sieht es hier, 2-1, dann 2-2, gut, hier war es mal 3-0 gegen mich, aber 1-0, 1-0. Also es ist, wir sind nicht so schlecht, wie es aussieht von den Punkten her, muss man einfach mal so anmerken. Ich stelle wieder zurück auf die Gegenpresstaktik, die eigene Taktik, die ich mir erstellt hatte am Anfang. Auf das direkte Kontern setzen wir hier einen Fokus. Doppelsturm eher ein bisschen zurück. Halten ein bisschen defensiver gegen Frankfurt im nächsten Spiel. Keine Ahnung, ob es was bringt. Frankfurt ist natürlich ein unglaublich krasser Gegner. Augsburg, Dortmund, Bremen, Leverkusen. Wir haben einige Spiele in der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Wird verrückt. Leute, das war der November. Wir freuen uns auf jeden Fall alle schon auf den Dezember. Und der Januar wird vor allem auch richtig krass, weil da spielen wir wieder gegeneinander. Also ich gegen Mike. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Wird so krass und vielleicht gibt es ja sogar ein paar Transfers irgendwie dann schon. Naja, schaut auf jeden Fall die nächsten Wochen vorbei. Haut rein. Tschüss. Ciao.